Hallo, mein Name ist Michelle. Ich bin Jugendarbeiterin und Leitung im Jugendcafé Anritz, das von Wiki betrieben wird und eines von 13 Grazer Jugendzentren ist, in dem Jugendliche ihre Freizeit verbringen und aktiv mitgestalten können. Die Idee ist mittlerweile schon vor vielen Jahren entstanden. Wir hatten das Projekt ursprünglich für einmal die Woche angedacht und geplant. Da war es auch noch nicht regional und saisonal. Und mittlerweile ist es so, dass unsere Obst- und Gemüse-Selbstbedienungsbar ein tägliches Angebot ist, bei dem die Jugendlichen kostenlos regionales und saisonales Obst und Gemüse einfach nehmen können. Das Obst und Gemüse wird einmal die Woche mit den Jugendlichen gemeinsam am Bauernmarkt eingekauft. Und wie man das sehen kann, gibt es jetzt gerade vorwiegend Äpfel, Karotten und Stangensellerie und Radieschen zum Testen und Probieren. Und im Laufe des Jahres und der Jahreszeiten wird das Angebot dann immer abwechslungsreicher und vielseitiger. Und so kann man auch sehen, was im Jahr wann verfügbar ist. Mitfinanziert wird das Projekt von Gesund und Du von Logo. Und es ist eine super Möglichkeit, um gesundheitsfördernde Projekte schnell und unkompliziert umzusetzen. Also ich bin der Kevin und ich bin ein Jugendlicher vom Jugendzentrum Jugendcafé Anritz und ich komme sehr gerne her, weil die Angebote hier sehr lässig sind, die Mitarbeiter sehr nett und freundlich und hilfsbereit sind. Also die Obst- und Gemüsebar gibt es ja doch schon ein bisschen länger, die ist ja nicht ganz neu und ich bin positiv davon überrascht und ich bin einer von viel wenigen Jugendlichen, kann man sagen, die das auch gerne haben. Also ich bin die Ronja, ich arbeite seit circa einem Jahr, bin ausgebildete Sozialarbeiterin und eben jetzt im Jugendcafé Anritz angestellt. Jugendlichen können eben da ihre Freizeit eben verbringen und eben aktiv mitgestalten auch. Sie können Billard spielen, Tischtennis spielen, FIFA auf der PS4 zum Beispiel. Das ist eben so ein bisschen das standardmäßige Jugendzentrumangebot. Und zusätzlich dazu haben wir eben auch Equipment zum Musik aufnehmen und auch Gitarren und andere Musikinstrumente.